Hallo ihr Lieben, ich habe heute was von Paint Some Way. Und zwar habe ich ganz neue Artikel, die im Shop sind. Und die musste ich haben. Die werde ich euch jetzt zeigen. Und heute ist das Motto so ein bisschen bunt, Regenbogen und quietschig, süß. Ja? Wir fangen mal an mit dem, was hier ganz oben liegt. Und zwar, Vorsicht, Knister. Haben wir hier. Och, da sind Sticker bei, die kann man dran machen. Wie süß. Wir haben einen Kühlschrank. Dieser Kühlschrank ist kein Kühlschrank, wo man Sachen reinstellen kann und kühlen kann, sondern ein Stiftehalter. Ich habe den gesehen, ich musste den haben. Ne? Also, ich habe mir den jetzt mehrfach bestellt. Auch bei anderen Kooperationen. Die werdet ihr also noch öfter sehen, aber in anderen Farben. So, das ist der Kühlschrank. Und da sind auch Fächer drin, wo man Washi-Tapes oder sein Wachs und so reinlegen kann. Total genial, ne? Also, der Hammer. Ich werde mal gucken. Hier werde ich wahrscheinlich wirklich Washi-Tape reinpacken. Und hier, mein Wachs, meine Mehrfachsetzer und so. Und dann tut man hier oben, ich hole mal, da die Stifte rein. Ich habe ja noch mehr Stifte. Also da passt einiges an Stiften rein. Oder halt auch die Bürste zum Saubermachen der Bilder. Oder die Pinzetten. Die Pinzetten würde ich ja hier ins Fach reinpacken. Ja. Zum Beispiel. Ja. Schon eine coole Sache. Ich meine, ich habe zwar meine Stiftehalter, aber ich finde das mit dem Kühlschrank echt eine süße Idee, um den Tisch so ein bisschen, ne, so Deko. Und man kann den ja bekleben. Das werde ich wohl auch machen. Aber nicht mit diesem hier, sondern mit dem, was noch kommt. Also ihr seht, total genial. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier den Wachs reintut oder was haben wir denn hier noch? Was kann ich denn noch verräumen? Ich habe hier Washi-Tape. Tun wir das dahin oder dahin? Tun wir da oben. Nee, da rein. So, da können wir alles Mögliche reinklatschen. Ne? Also da ist schon gut Platz in der kleinen Schublade. Die ist jetzt hier so. Total süße Idee. Den gibt es in grün, in weiß. Und in rosa, also pink, rosa, rot. Das ist das hier. Sehr niedlich. Und ich denke, auch mit den Aufklebern wird es richtig cool aussehen. Na, also, wenn man die hier so dran macht, kann man aber auch sein lassen. Muss man nicht. Ich tue die jetzt hier so rein. Ja, das ist der Kühlschrank, ganz neu. Und ich gucke mal eben nach dem Preis. Ich habe das alles hier vorliegen. Wird natürlich auch eingeblendet, ne? 5,67 Euro. Also wenn ich das Einblenden vergesse, habe ich den Preis jetzt genannt. 5,67 Euro. Absolut cool. Ja, finde ich total süß. Und ganz, ganz neu in den Shops. Ah. So, das tue ich jetzt mal zur Seite. Oh, den Müll kann ich gleich hier erstmal wegpacken. Dann habe ich mir das hier genommen. Das ist Wachs. Das ist dieser extrem flüssige Wachs. Ich komme mal näher ran, da ist mehr Licht. Ich packe das mal aus. Ich habe davon schon ein anderes. Wo ist es denn? Ich habe davon schon dieses hier. Ja. Und es gibt die noch im Bananengelb. So, und in diesem Chili ist das Wachs versteckt. So. Das ist das Wachs. Und das ist kein normaler Wachs, das ist so ein richtig klebriger. Ne? Also der ist jetzt nicht fest wie der normale, den ihr kennt. Packe ich mal weg. Dann habe ich mir ausgesucht ein Bild. Und dieses Bild ist echt niedlich. Also es ist ein kleines Snackbild. 30x30. Runde Steinchen. 23 Farben.
DMC-Nummern aufgeführt. Das ist immer sehr cool. Da kann man die Steinchen schön weglagern, wenn man fertig ist. So, die Knicke sind nicht schlimm, weil Flüssigkleber. Wir haben ein Toolkit mit grünen Schiffchen, mit einem kleinen Stückchen Wachs und einem rosa Stift dabei. Und das ist das Bild, meine Damen und Herren. Ich finde das so niedlich, ne? Also, da. Dabei haben wir schön in Zipperbeutel verpackt. Guck mal, die Sonne scheint rein. Oh, schön. Die runden Steinchen. Die sehen sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, 23 Farben für so ein kleines Bild sehr, sehr schön. Ich zeige euch mal die Nahaufnahme hier. Von dem Druck. Der Regenbogen sehr, sehr schön. Und die Teddys. So. So seht ihr besser, ne? Die Teddys sehen so niedlich aus. Guckt mal, die Sonne. Schöner, schöner Druck. Sehr, sehr schick, das Bild. Ja, und als letztes habe ich dann noch passend zum Regenbogenbild diese Steinchen-Wegsortierkiste geholt. Wie nennt man das? Sortierbox. Mit 56 kleinen Fächern für eure Farben. Und zwar kennt ihr ja diese mit den durchsichtigen, diese Einzelboxen, die sind so groß hier. Und das hier ist jetzt so eine Doppelbox. Ich zeig euch die mal. Und zwar habt ihr hier diese Fächer und tut dort die Steinchen rein. Hier klebt ihr die Nummern drauf. Absolut top. Schön bunt, ja. Auch was fürs Auge. Und meine Schwägerin paintet damit sehr, sehr gerne, deshalb wird sie das von mir bekommen. Ja. Also ich selber benutze die sehr selten. Ich nutze ja eher immer diese Schraubgläser, Schraubfläschchen. Hier ist ein kleiner Riss drin, das ist aber nicht schlimm. Ist wohl beim Transport passiert, obwohl so gut gepolstert ist. Also das war wirklich in einer Blubberfolie. Da war jetzt ein Riss drin. Ich werde es trotzdem behalten, weil man kann es ja trotzdem nutzen. Also der Riss ist ja egal, der ist auf dem Boden. Ja, das war mein Haul von Paint Samway. Wenn ihr Interesse an einem der Produkte habt und euch sagt, Mensch, das Bild will ich auch haben oder der Kühlschrank war ja toll, dann schaut doch mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Da sind alle Links vertreten. Ja, da müsst ihr nur draufklicken und schon habt das. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Macht es euch gemütlich, euch noch ein schönes Wochenende und ich habe euch lieb. Bis dann.